Hallo zusammen, es geht weiter mit dem Teil 2 der Tropfsteinhöhle. Den ersten Teil habt ihr ja gesehen, habe ich ja hier den ganzen Deckel gemacht mit den Stalaktiten, die nach unten gehen. Das sieht jetzt so aus. Jetzt muss ich ja das hier, das Gegenstück machen. Da habe ich schon etwas vorbereitet. Das Eck hier mache ich ja den Einstieg bei dem Loch, habe ich schon die Treppe gemacht. Das sind alles mit Styrodur und Gipsbinnen. Es ist ja immer sehr dankbar. Wichtig ist auch, dass es hier Hohlräume hat, weil hier kommt ja dann auch Wasser hin. Also die Idee, meine Planung ist jetzt so. Hier steigen Sie ein in die Tropfsteinhöhle, gehen auf diesen Punkt. Ich muss ja den Platz ausnützen, dann nach vorne und dann so weg. Also meine Idee ist jetzt, das nächste werde ich hier so, natürlich mit Gipsbinden, das Ganze machen und hier noch eine Brücke so hinübersetzen. Dann kommen die nach vorne und hier gehen sie dann hinter dem, hier kommt dann Stalagmit hin, hinter dem Stalagmiten hindurch. Also ich setze mal den Deckel drauf, dann seht ihr mal auch die Stalaktiten und die Stalagmiten, dass das passen sollte. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man von unten nach oben schaut, wie das Bild dann ist, auch von vorne. Klar, man sieht natürlich nicht alles, aber einfach so gewisse Details, dass ihr das mal seht. Also ich bin schon ein ganzes Stück weitergekommen. Ihr seht hier, ich habe hier die Brücke eingepasst, hier wieder ein Stalagmit gemacht und hier diese Ausfransungen, also eigentlich diese, solche Strähnen, oben, von oben nach unten, das gibt es ja viel in Tropfsteinhöhlen. Ich zeige euch schnell, wie ihr die macht. Ihr nehmt einfach dünne, ganz dünne Gipsbinnenstücke und dann verdreht ihr die ganz einfach und dann zieht ihr die einfach hier so über den anderen Gips hinweg. Das ist wie so Tränen eigentlich gibt, die so runterlaufen, weil das gibt es sehr oft bei den Tropfsteinhöhlen, weil es von oben nach unten läuft. Das mache ich auch hier unten. Habe ich ja schon zum Teil gemacht, aber hier, drehe das mal, hier an der Wand, habe ich auch gemacht. Jetzt, wenn sie noch feiner werden, werde ich dann noch mit Watte ganz feine, so wie Quallen ähnliche Strukturen machen. Aber das zeige ich euch später, weil hier gibt es doch eine große Arbeit und da melde ich mich wieder. So, jetzt fahre ich euch das mal ab, von unten nach oben. Ihr seht hier mit den verdrillten Gipsbinnen, die ich gemacht habe, hier unten, weil so Schlitze sind auch immer dankbar, weil da werde ich noch Wasser machen, hier die kleine Brücke, da werde ich dann auf die linke Seite weiterschwenken, dann hier oben die Treppe habe ich gemacht und hier auch noch weiter, weil der Deckel kommt ja darüber, da muss ich ja genau einpassen, wo die Löcher sind, wo die Stalagmiten herunterkommen. Aber einfach so den ersten Eindruck, so die Grundelemente auf der rechten Seite. Und hier seht ihr auch schön die verdrehten Gipsbinnen, die ich gemacht habe. Die könnt ihr ganz einfach machen, da werde ich noch viel mehr machen. Und wie gesagt, beim feineren Verlauf werde ich dann Watte mit Leim, wie so eine Spinne oder wie eine Qualle so, noch darüber legen. Aber das ist dann erst im nächsten Schritt. So, ich finde, ich bin schon extrem weit gekommen. Das ist natürlich nicht eine Arbeit von 3-4 Stunden. Es gibt natürlich schon sehr, sehr, sehr viel zu tun. Ich möchte euch immer so kurze Sequenzen zeigen, auch in verschiedenen Teilen. Ich möchte nicht alles fertig machen und dann euch husch, husch zeigen, wie das geht. Jetzt habe ich hier noch was vorbereitet. Habe hier ein Styrodurstück herausgeschnitten, weil in Tropfsteinhöhlen gibt es ja viel, wo es so runterkommt, wie überhängend ist und noch ein paar Stalaktiten dran sind. Weil hier mache ich dann auch den Übergang hier auf diese Seite und hier geht es dann weiter. Aber das will ich euch dann wieder im nächsten Teil zeigen, weil sonst wird mir das zu viel oder es ist zu viel auf einmal für mich. Dann hier dieses Teil werde ich separat jetzt mal bearbeiten mit Gipsbinden. Dann kann ich dann hier auch einfach mit Streichhölzern, damit es einen feinen Übergang gibt. Und dann auch hier noch mit Gipsbinden so wie quallenartig darüber gehen. Aber ich denke, so bin ich schon ein Stück weit gekommen.
Und ja, wir sehen uns beim nächsten Teil. So, wir sind jetzt wieder ein ganzes Stück weitergekommen, auch im unteren Teil. Ich finde, es sieht cool aus. Das ist, wie gesagt, das kann man nicht so schnell machen. Das mache ich in mehreren Teilen. Ich hoffe, euch hat meinen zweiten Teil von der Tropfsteinhöhle gefallen. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Die Leute, die mich noch nicht kennen, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr sicher nichts mehr. Und was mir noch am Herzen liegt, ich hatte letzte Woche eine Einladung bei einem super Modelleisenbahn-Kollegen, also bei zwei, bei Dr. Reto, Michael und Jürgen, das nennt sich Jürgen Schwäbische Modelleisenbahnle. War sehr cool, hat mich sehr gefreut, ist jetzt eigentlich mein Partnerkanal. Den werde ich euch unten verlinken, schaut doch mal rein, es lohnt sich. Okay, ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen, euer Alex.